Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22, unser wunderschönes Projekt Big Farm hier auf der Neubartelshagen. Und ihr seht mich ein kleines bisschen ratlos hier vor unseren Ballen stehen, denn leider bin ich hier erst bei 96 und diese Ballen haben 97. Ich habe schon die Zeit auch ein bisschen vorlaufen lassen. Wir sind schon nach 12 Uhr, aber die Ballen sind leider noch nicht fertig. Siliert und wir haben noch nicht die Silage und hier die BGA hat zwar gut gearbeitet, aber läuft mittlerweile auch leer, muss man so sagen. Und jetzt bin ich halt immer überlegen, was wir tun, weil noch weiter die Zeit vorlaufen lassen wird nicht viel bringen. Und wenn wir einen kurzen Blick auf die Karte werfen, dann sehen wir, dass unser Hafer, ich glaube es war Hafer, Feld erntereif wäre, die anderen Felder noch nicht. Wir haben auch noch ein paar andere erntereife Felder, die wir dann auch als Auftrag annehmen können. Und ich habe auch mal ein bisschen geguckt hier, wo ist er? Wo ist er hier? Ne, das Feld, das müssen wir noch düngen, aber ja, der pH-Wert ist soweit okay. Das müssten wir eigentlich noch düngen. Ich bin aber auch schon fast im Überlegen, ob wir hier eventuell auch schon das Feld unterteilen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, die BGA hat uns mittlerweile 60.000, 65.000 gebracht. Und wir sollten dann auf jeden Fall hier vielleicht schon mal das Schneidwerk uns besorgen. Damit wir hier mit der Ernte beginnen können. Auf der anderen Seite sehe ich auch hier, dass dieses Grasfeld auch schon wieder fertig ist. Erntereif. Aber da brauchen wir halt den Ladewagen, weil Ballen können wir keine mehr machen. Ja, ist auch erntereif. Könnten wir also auch loslegen. Dann brauchen wir auch hier den Ladewagen. Und der kostet uns ja auch locker mal 80.000, 90.000. Schneidwerk. Knapp 100.000 mit dem Schneidwerkwagen. Und wir wollten ja unbedingt, oder wir brauchen ja unbedingt hier noch den Teleskoplader. Oh je, oh je, oh je. Entscheidung, Entscheidung. Es ist wieder mal nicht ganz so einfach. Aber ich denke, das Gras können wir noch ein bisschen stehen lassen. Und wir beginnen einfach mal mit der Ernte. Und sobald wir die Ballen auf 100% haben, legen wir sofort los und holen den Teleskoplader. Und dann haben wir ja auf jeden Fall hier wieder Produktion und dann kommt auf jeden Fall auch wieder Geld rein. So, Motor aus. Also so sehe ich das. Ja, wie gesagt, 97, 98, 97. Also das müsste was werden. Und das Schneidwerk brauchen wir sowieso, hilft ja nichts. Dann würden wir einfach jetzt mal loslegen. Mit dem Fendt rüberfahren und schon mal den Anhänger, den Abfahrer sozusagen bereit machen. Und dann gehen wir mit dem Drescher zum Händler und holen uns einen Schneidwerkswagen. Mit Schneidwerk, selbstverständlich. Oh, da müssen wir dann auch ein bisschen aufpassen. Ich überlege gerade. So, wo haben wir denn? Das ist unser Hänger? Ja. So, dann werden wir den erstmal anhängen. Okay, Motor aus. Und dann gehen wir mal zu unserem Drescher. So, apropos Drescher, in unserem anderen Projekt, das wunderschöne neue Mini-Brunn. So, Motor an. Da hatte ich ja auch in den letzten Folgen ein kleines Problem mit einer Mod, wo ja auch ein bisschen bockig war. Da hat man so einen Spezialdrescher, der eben mit Niveauregulierung, ich glaube, so kann man das nennen, also letztendlich am Hang das Schneidwerk natürlich dem Hang gefolgt ist, aber der Drescher selber war immer waagerecht. So, und da hatten wir dann ein bisschen das Problem, dass der angefangen hat zu springen, wenn eben der Helfer unterwegs war. Und da hat mir ja einer von euch geschrieben, dass das wohl an der Mod liegt und nicht an der Karte. Deswegen müssen wir da mal schauen, ob wir da uns einen anderen Drescher besorgen, eine andere Mod besorgen.
Und hier auf dieser Map haben wir ja auch ein bisschen ein Problem mit den Ballen, dass die uns hier um die Ohren fliegen, weil beim Abladen, ja, da ist ein wenig merkwürdig. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gezeigt und vielleicht kann man es heute dann auch nochmal zeigen, weil mich das auch interessieren würde. Und deswegen will ich auch möglichst bald hier Ballen verarbeiten, ob das eben jetzt daran liegt, dass wir zu viele Ballen haben, weil wir ja die Maximalzahl erreicht haben, oder ob das doch an diesem Content-Update für die Map liegt. So, jetzt konzentrieren wir uns aber mal ganz kurz. Ich muss mal überlegen. Der Schneidwerk. Ich glaube, irgendwas mit 45, das war dann irgendwas mit 13 Metern. Und dann gibt es ja noch ein 15 Meter Schneidwerk. Boah, ist natürlich schon mega. 15 Meter. Und für beide ist es, glaube ich, jeweils derselbe Wagen. Der 45. Ja. 89,99. Die 10.000 sparen oder nicht? Es sind 1,50 Meter knapp. 1,50 Meter. Ja, wir nehmen doch den kleinen, weil wir müssen den ja auch handeln. Wir müssen da ein bisschen durch die Gegend kommen. Aber ich habe jetzt gesehen, ich glaube, ich habe da noch auch eine Mod. Ja, aber die habe ich nur für den großen. Wo man dann hier zum Beispiel noch ein bisschen was einstellen kann. Ja. Dann die Honeybee, da bin ich mir nicht sicher. Aber die kosten ja richtig Asche. Oje, oje, oje. Nee, nee, nee. Also, wir nehmen hier den, den hier. Werden wir kaufen. Hilft uns. Hilft ja nicht. Und dann dazu natürlich den Wagen. Ja, gut, Reserverad oder so brauchen wir alles nicht. So, Kennzeichen, Typ. So, Nummer weiß ich jetzt gar nicht. Boah. Nehmen wir halt irgendwas hier. Zack, zack. Passt schon. Okay. Und dann werden wir den auch kaufen. Okay. Jetzt müssten ja hier beides stehen. Genau. Und dann müssen wir hier, mit dem hier wieder ein bisschen rangieren. Oh je. Ich überlege gerade, wie kriegen wir den da überhaupt drauf? Ich glaube, da werden wir nochmal den Traktor holen müssen. Oder kommen wir da drüber? Ja, nicht, dass wir hier am Zaun hängen bleiben. Nee, da bleiben wir natürlich hängen. Ja. Ja, da bleiben wir natürlich auch hängen. Nee, da geht's. So. Okay. Komisch, von der anderen Seite wirkte der irgendwie viel, viel größer. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier auch rauskommen mit dem, oder ob wir einen Traktor brauchen oder ob wir das mit dem Drescher schaffen. So. Ich überlege gerade. Okay, fahren wir unten oder oben rum? Na, so wie er jetzt steht, fahren wir besser oben rum. Ja, da kommen wir gerade vorbei. Das passt. Wunderbar. Und dann jetzt hier rein. Gut. So, dann bringen wir den nämlich unten an unsere große Ablade- bzw. Stellfläche, die wir ja zwischen den zwei Feldern haben. Die habe ich ja extra dort eingerichtet, dass wir dort immer mit dem Schneidwerkwagen dann auch anhalten können. So, 12.25 Uhr. Ich bin mal gespannt, wann die Ballen fertig sind. Ich denke, das wird noch mindestens 3 Stunden dauern, ja, 15, 16 Uhr. Und bis dahin haben wir definitiv auch das Feld hier letztendlich gedroschen. Und dann müssen wir wirklich mal schauen, wie wir das hier mit den Ballen hinbekommen. So, hier rein. Ja,
Also wie gesagt, wir werden irgendwann hier auch diese ganzen Wege natürlich dann noch anpflanzen, aber die Texturen, das kostet uns halt alles immer Geld und das möchte ich jetzt hier am Anfang noch nicht rausblasen, denn unser großes Ziel für dieses Projekt ist natürlich auf jeden Fall, dass wir jetzt irgendwann mal die Kühe bzw. den großen Kuhstall hier uns anschaffen und jetzt haben wir ja natürlich wieder nur 136 und der Stall, der wird uns auf jeden Fall um die 500.000, 600.000 kosten. So, und dann fahren wir hier einmal rum und bringen den Wagen hier so in Position. Ich denke, das passt. Ups, das war ein bisschen flott. Dann klappen wir mal den Drescher auf. Und wir sollten auf jeden Fall hier unten erstmal ein Vorgewende fahren. Besser ist das. Ach, und jetzt fällt mir ja gerade ein. Wir produzieren ja Stroh, glaube ich, oder? Hafer? Hafer macht uns Stroh. Strohablage einschalten. Und dann müssen wir ja trotzdem wieder einen Ladewagen besorgen, weil wir werden mit Sicherheit keine Ballen. Ja, oder wir müssen halt auf jeden Fall ballen. Ne, wir brauchen einen Ladewagen. Es hilft nichts. Wir brauchen auf jeden Fall für das Stroh hier, werden wir einen Ladewagen benötigen. So. 9%, schon nach den paar Metern. Das scheint ja ergiebig zu sein. Was zeigt uns denn hier unten? Ja, genau. Ja, sehr guter Ertrag im grünen Bereich. So, dann werden wir einmal das Vorgewende hier hochfahren. Dann fahren wir noch einmal zurück. Und dann werden wir die lange Strecke fahren und so haben wir das dann im Griff für unseren Abfahrer. So, wir müssten eigentlich mal gucken. Wir sind jetzt im Juli. War da nicht irgendwas zu verkaufen? Soja oder so? Ich bin da jetzt gerade ein bisschen unschlüssig. Augenblick. So, noch hier hinten Ablage. Muss ich jetzt gerade mal reinschauen. Also, Monatsverkauf. Mais. Nee, ach du Schande, Juli. Wir können eigentlich Mais verkaufen. Der Mais ist eigentlich relativ hoch. Ach du Schande. Okay. Ja, da können wir den Abfahrer gleich zweimal benutzen. Wo bringen wir es denn hin? Weil dann können wir nämlich Folgendes machen, wenn der Abfahrer dann den Hafer zum Silo bringt, dann können wir so eine Dreiecksfahrt machen und das heißt, dann nimmt der Hafer Mais mit und bringt das zum, ja klar, Johnson Farmers Market. Das ist eigentlich ideal und dann kann er nämlich wieder zu uns runter zum Feld fahren. Dann ist das eine schöne Dreiecksgeschichte und wir verdienen Geld, das wir ja brauchen, eventuell für unseren Ladewagen. Sehr gut. Das gefällt mir gut. Das wird, ja, dann fährt er auch nicht immer leer. Dann hat er wenigstens was zu tun. So. Wunderbar. Dann schauen wir mal von innen. So, müsste es doch passen. Naja, 13,70 Meter, das ist schon ordentlich. Der gute John Deere. So. Ja, lassen wir mal auf der rechten Seite nicht ganz so viel stehen, beziehungsweise fahren wir mal ein bisschen mehr links rüber und nehmen mehr mit.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Probleme beim Ballenabladen, dass irgendwie die Ballen, diese Ballenwurst, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass die beim Abladen dann anfängt, irgendwie den Anhänger umzuwerfen und hinten dann, wenn sie runtergeladen ist, auseinanderfällt und überhaupt nicht in Form bleibt. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr dieses Problem auch kennt, ob das eventuell mit dem Content-Update zu tun hat, das vor wenigen Tagen kam, oder ob das eventuell doch daran liegt. Aber ich, wie gesagt, ich kenne das so nicht, dass man eben zu viele Ballen, beziehungsweise dass man das Maximum an Ballen erreicht hat. Also würde mich mal interessieren, schreibt es mir in die Kommentare und dann muss ich mir da mal Gedanken machen, wie man damit umgehen. Deswegen wollte ich auch heute unbedingt eigentlich Ballen verbraten, Ballen in die BGA werfen und zu sehen, ob es dann wirklich daran liegt, nämlich an der Maximalzahl. So, wo ist unser Fendt? Hier ist unser Fendt. Dann bringen wir den mal in Position. Ja, wenn dann der Johnny wieder runterfährt, dann haben wir so, dann können wir auf jeden Fall abladen bzw. abtanken. Ja, holla die Waldfee. So, da freue ich mich auch dann drauf, wenn wir hier das Maisfeld. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir es ernten oder häckseln. Da müssen wir auch mal schauen. Aber ich meine, es ist so groß, da können wir eigentlich beides machen. Und im Fermenter-Silo haben wir ja so viel Material noch, so viel Häckselgut. So, da kommt unser Johnny. So, Dille. Jetztle. Dann schauen wir mal, wie weit er ist. 74, das passt. So, ich wollte schauen, wie weit wir im Fermenter-Silo. Hier haben wir es doch. Quatsch, Produktion. So, Fermenter-Silo. 58.000 nur noch Gras. Also das heißt, da können wir auf jeden Fall sofort Gras wieder reinwerfen, wenn wir gemäht haben im Ladewagen. Und Häckselgut 617. Letzten Monat war es etwas mehr als 700. Also das wird uns auf jeden Fall noch 5 oder 6 Monate reichen. So, da hat ihr also noch gut zu tun, das Silo. Ja, und während wir hier, ja, 57, 5000 Silage und ja, wie gesagt, unsere BGA läuft die meiste Zeit nicht und die soll eigentlich Geld verdienen. 88 können wir dann gleich mal abtanken. Ich muss gerade mal überlegen, der Fliegel, wie viel der hatte. Ach, ich habe gar nicht geguckt. Gebrauchtwagen. Gebrauchtmaschinenverkauf. Die Querneland. 64.000. Was macht die nochmal? Ah ja, Getreide und so weiter. Was haben wir denn im Eigenbestand? Ja. Und die ist ja für die Einzelkorn. Okay. Naja, hilft uns nicht viel. Aber ich wollte eigentlich gucken, was der Anhänger fasst. 40 Kubik, okay. Das heißt, da können wir auf jeden Fall zweimal abtanken. So, und da ist er auch schon soweit. Und wir sind auch soweit. Wir werden also hier dieses Feld jetzt ernten. Und wie gesagt, mit dem Abfahrer so eine kleine Dreieckstour machen, indem wir einfach hier den Hafer wegbringen. Bevor ich jetzt wieder was Falsches sage, natürlich Hafer. Den Hafer wegbringen zum Silo, anschließend im Silo Mais laden und den zum Farmers Market bringen. Und dann, der sich ja da oben befindet. Und dann kommen wir wieder mit dem Abfahrer hierher. So passt es, dann haben wir wenigstens auch ein bisschen was zu tun. Dann lohnt sich auch die Fahrerei mit dem Abfahrer. Sehr gut, sehr schön. In der Zwischenzeit müssen wir uns mal überlegen, ob wir hier schon mähen können. Nee, das wird nicht gehen, weil wir ja den Fendt dazu, glaube ich, brauchen. Okay, nichtsdestoweniger darf ich mich recht herzlich bei euch wieder mal bedanken fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht es dann los oder werden wir weitermachen mit dem Abfahren. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.